Ja, hi, willkommen, mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Crash Bandicoot 2. Cortex schickt zurück. Wir haben in der letzten Folge den zweiten Raum im Warp-Raum betreten und Ripperu fertig gemacht. Und das übliche halt. Beard, okay. Air Crash. Level 7. Rein da. In der letzten Level haben wir irgendwie nur die Hälfte aller Kisten bekommen, weil da waren irgendwie 124 oder so. Okay. So. Warum gehe ich eigentlich immer sofort nach hinten? Da ist doch sowieso niemand. Hey, da kenne ich doch. Wop. B ist wieder so ein Zeitding. Schaffe ich nicht, glaube. So. Das läuft dann auch gut. Na, eine Minute, weißt du. Aber jetzt läuft ja noch gut, ne? Hey. Geht er damit im Zirkus auf? Alles klar. Also okay. So. Aber beim ersten Mal, als ich da durchgerannt bin, kam das Zeitlimit noch nicht. Deswegen denke ich mal, dass das Zeitlimit immer erst, wenn man das erste Mal durch die Level gegangen ist, auftaucht. Ein zweites Mal habe ich schon erstmal gesagt. Keine Ahnung. Ihr wisst schon, was ich meine, oder? Ihr wisst. Hoi. Yep. Und. Yep. Und yep. Oh Gott. So. Fabulous. Das hätte ich vielleicht ein bisschen abtimen sollen. Ja. Wir brauchen Uptime, wenn das Spiel hat. Das ist ganz eindeutig. Ja, was haben wir denn hier? Nur so was? Okay. Ich denke mal, da ist vielleicht noch irgendwas. Weiß ich nicht. So einfach kann es doch nicht sein, oder? Bin ich da gerade gegen die Decke geknallt? Vom Bonus-Level? Ich meine nämlich, das hätte ich schaffen können. So, hinne. Mach hinne. Meine ich. Hinne. Leg los. Ja, jetzt klappt das auf einmal so. Oh Mann. Also die Bonus-Level, die machen mich jetzt auf Schaffen, ey. Die bringen es mir voll. Das sind die mich fertig machen. So. Oh, ich freue mich schon auf den dritten Teil. Da kenne ich mich wesentlich aus. Gehe die Level. Will ich jetzt auch nicht sagen, dass mir das vollkommen unbekannt ist, aber im dritten Teil habe ich die meiste Erfahrung, deswegen wird hoffentlich nicht so ein Fail-Festival. Und mit den Sachen, die mir im ersten Teil schon passiert sind, kann ich glaube ich schon Best of machen. Ja, genau. Ich weiß nicht, was ich halt gemacht habe. So, nee, warte mal. Hätte ich locker geschafft. Verdammt. Ich hasse mich. Whoops. Und was ist das? Fokus ist. Gehen wir mal da rein. Was kann schon Schlimmes passieren, außer dass wir einen grausamen, schmerzhaften Tod sterben? Oh Mann, was ist das denn? Ja. So, wollte schon sagen, ich wollte jetzt gerade springen. Also was ist doof? Oh Mann. Ja, wo bin ich denn jetzt? Sag mir nicht, ich muss die Bonus-Level nochmal machen. Gott sei Dank.
Ist mir zu extrem, verdammt. Aber hier war da auch nur so ein Ding, oder? Versuchen wir nochmal. Das ist bestimmt schon der Ausgang da hinten, ne? Oh Gott. Why am I doing this? What's wrong with me? Deine Musik schon, ey, die macht mich fertig. So, ein paar Sekunden warten, okay. So. Oh Gott, was ist das denn? Oh Gott. Ich habe nur Aku-Aku, da kann nichts passieren. Überhaupt gar nichts. Das war unnötig. Guck mal, jetzt sehen wir hier sogar von vorne, voll gruselig. Aber wir haben es irgendwie geschafft, das Ding hier zu kriegen, geil. Muss ich aber glaube ich nochmal normal durch die Level. Ja, wir haben Kristall und einen Edelstein. Bams. Bams. War jetzt nicht so schwer, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Ich würde jetzt lieber nochmal da reingehen. Ah, lass mal das. Gehen wir mal nach Bait. Hey, na? Ja, das weiß ich, glaube ich, noch. Wie viele waren das jetzt? 10, ne? Ja, ich frage mich, ob man das wiederholen kann. Egal. Bear it! So, kennt ihr noch die Level mit den Schwein, dass wir geritten sind? Da ist auch so was ähnliches. Na. Oh, ich bin noch bei der Mien. It's Polar Time. Ja, der Kleine ist Polar, das weiß ich. Das funktioniert eigentlich genauso wie mit dem Schwein. Verdammt. Ja, da möchte ich schon versuchen, auf den ersten Streich hier alles zu schaffen. Hier hat man auch schon lange nichts mehr, glaube ich, gesehen, oder? Ja, was soll's. Ich glaube, das Leben kriegen wir ja immer wieder rein, wenn wir hier frecken. Sehr schön. So, jetzt kommen wir den Checkpoint benutzen. Hui. Und da ist schon der Kristall. Das sagt für mich schon irgendwie, weiß ich nicht. Die Hälfte ist geschafft, glaube ich. Wie TNT. So, Checkpoint können wir benutzen. Wie jetzt? Mwah. Ja. Kann man benutzen. Oh Gott. Wunderbar. Unnötig schwer, fand ich jetzt. Na, das sieht aber gut aus. Oh, was ist das denn? Wie beschissen auseinander sind die denn? Na, Hauptsache den Kleinen geht's gut. Din. Oh Gott. Wenigstens nimmt das Spiel es nicht so genau mit den Sprüngen. Finde ich schon mal gut. Ja, wie soll ich denn das schaffen? Ey. Ich finde, das ist ein bisschen knapp. Die Kiste, ey. Das ist eine ganz knappe Kiste. Wap. Wap. Aus dem Weg, Tisch. Aus dem Weg, hier kommt der Polar Express. So, jetzt hab ich das. Jetzt kann durch der Ausgang kommen. Boah, geil. Okay. So, wir haben doch alles geschafft, oder? Jawohl. Kolossal. Crash. Tastisch.
Was weiß ich. Muss irgendwie so ein Spruch einfallen auf Crash Bandicoot. Oder so. Wow, eine Level mal komplett geschafft. Joink. Bear it. Ah, ich verstehe es. Was ist das? Ah, Siegestanz. Ho! Ho! Yep, yep, yep. Yep, yep, yep. Crash. Oh, sehr schön. Dann ab nach Crash Crush. Ist das ein Edelstein? Ich sehe ja gar nicht. Ich kenne ja gar nicht richtig. Nee, ich glaube, das ist ein Kristall und ein Edelstein. Da wird aber zu schaffen sein, oder? 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 Oh Gott. Holy Mama Lodi. Was? Oh mein Gott. Nein, und es geht schon wieder los. Dann wieder in die ganzen Dinger rein. Nein. Ha! Ja, der fliegt da unter, oder? Jawohl. Ja, willst du mich wieder vorwarnen? Ich muss noch nicht mal rennen, ne? Und ich geh trotzdem in die kleinen Dinger da rein, ey. Mann! Ah. What is this? Das war irgendwie so ein Felsbrocken von hinten oder was? Okay. So, sowas schaffe ich, ne? Aber. Was hat mir nicht? Ich muss gleich wieder so zurück, ne? Wie soll ich denn das machen? Ah, okay. Ach so. Jetzt verstehe ich. Okay, wäre ein bisschen krass gewesen. So. Ups, Alter. Bist nicht. Nein, Mann! Nein! Verdammter Dreck! Aber das hat. Das zweite Mal, dass mir so ein Ding zum Verhängnis geworden ist, ey. So, rechts, rechts. Gehen wir nach rechts, dann kann uns nichts passieren. Aber das springe ich, ne? Aber. Oh Gott. Mal so eine Idee, kann ich die Dinger irgendwie. Aua. Die Dinger irgendwie so kaputt machen, indem ich da reindrehe. Verdammter Dreck, hör auf damit! Verdammter Dreck, hör auf damit! Hup! 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 Nein. Ich brauche keine extra KMH. Ich kann das Ding auch so ausrennen, ey. Ups. Okay. Ach so, ich muss da hoch, weil sonst geht nicht. Bis schon. Nein. Okay. Sehr gut, irgendwas sagt mir, das wird nicht so einfach, wie es hier dargestellt wird. Oh, okay. Ja, stimmt, die Dinger sind dafür. Aber. Wie kein Leben. Ja doch, eins. Wenn ruhig mehr drin sein können, verdammt. Boah, geil. Boah, sind da viele Wunden. Schon beinahe wäre Äpfel gesagt, wie kann ich das wagen? So, wee! So, Slalom, Slalom. Nein! Nein! Hier reindringen klappt, glaube ich, nicht. Hup! Fleckst du wie eine Katze, ne? Warum bin ich da gesprungen? Willst du mich verarschen? Wie soll ich das machen? Aua! Da! Was hat der mit mir angerichtet? Verdammt. Oder muss ich mal einen riesigen Abstand haben, glaube ich. Kann ich überhaupt so einen Abstand abbauen, aufbauen? Ich geh am besten unten lang da. Dann wird der bestimmt nicht schaffen, mich einzuholen. Warum mache ich so kurze Sprünge eigentlich? Verdammt. Was?
Nein. Ich kann das Spiel nicht mehr, Mann. Ich kann auf jeden Fall genügend Abstand hier aufbauen. Verdammt, das war doof. Nein, warum vergesse ich immer, da zu springen, verdammt. Oh, schon wieder beinahe. So, jetzt aber. So, renn, renn. Lass mich fahren. Okay. Oh, danke. Oh, und tschüss. Das ist... Mann. Ich weiß, was ihr sagen wollt, aber wir haben es geschafft. So. Siegestanz. Und dann den hier. Und den hier. So müsst ihr auch mal in der Disco tanzen. So. Der Eel-Deal. Ja, und ich würde sagen, diese Level machen wir in der nächsten Folge von Let's Play Crash Bandicoot 2 Cortex Shit zurück. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.